Puh, die Spannung steigt. Ist eine schwierige Operation, in die ganze Wirbelsäule zu ersetzen. Dankeschön. Gut, Strom aus. Müssen wir genug wieder haben. So, oh Donovan, meine Liebe. Körper. Wir hätten gerne eine künstliche Wirbelsäule. Du darfst natürlich Medizin kriegen dafür, das ist ja ganz klar. Von mir aus auch die beste, die wir haben. Hier, schlafen bis vollständig geheilt. Dann kann Jenny sich nämlich da gleich daran machen. Dann machst du jetzt, ja genau, meditier nochmal vor deiner wichtigen Operation. Wenn du die verkackst, du. Wenn du die verkackst, dann. Polen offen. So, hier, operiere. Bin jetzt schon so ein bisschen hibbelig, ob das klappt. Ich hoffe, das klappt. Jenny ist eigentlich ein guter Arzt, aber das ist auch eine schwierige Operation. Ich hoffe jetzt einfach mal aufs Beste. Wir haben Medizin. Wir haben leider keine Glitzerweltmedizin. Das wäre vielleicht noch eine Idee gewesen. Aber sie ist im Bett. Was tut denn die Operationserfolgschance noch beeinflussen? Die hat ja eine gute, mal davon abgesehen. Operationserfolgschance ist 122. Von der Umgebung der verwendeten Medizin sowie der Schwierigkeit der Operation. Okay. Die Umgebung ist gut. Ich glaube, das Ding hier ist sauber. Ja, steril. Wunderbar. Era, mach das hier mal ganz kurz rein. Noch steriler wird. Dankeschön. Jetzt müsste es richtig gut sein, ne? Ja. Immer noch steril, ist schön, aber ziemlich eng. Ich denke mal, das hat keinen Einfluss. Halt, die Sauberkeit sollte. Ich habe auch gerade den Schuss gehört, naja. Bin jetzt hibbelig. Ja. Jenny. Konzentrier dich. Du hast noch extra meditiert. Und Donovan vertraut dir. Das muss jetzt, das muss einfach funktionieren, ne? Hier, Antilope betet auch schon dafür, dass das geht. Sind die denn Freunde? Ja, sind die. Ja, siehst du, du darfst jetzt, das ist die, die zählen alle auf dich. Jenny. Die Spannung, du. Eine Operation ausstehend. Okay, sie hat jetzt gleich alles vorbereitet. Und da geht's los. Nein, sie hat nochmal Dreck gemacht. Verdammt. Ist aber immer noch steril hier. Puh, die Spannung steigt. Ist eine schwierige Operation, in die ganze Wirbelsäule zu ersetzen. Ich find's gut, dass es geht. Komm, du schaffst es. Und wie sieht's aus? Ja, künstliche Wirbelsäule hat geklappt. Puh. Jenny, Meisterwerk, meisterlich, sehr gut. Sauber, ja, da kannst du jetzt auch forschen gehen. Du kannst von mir aus in Saufen jetzt. Nora, wunderbar. Kommt rein, macht einen Dreck weg, macht einen neuen Dreck hin und geht wieder. Oh, nee, du. Super. Aber es hat geklappt. Oh, Donovan hat wieder... Ist wieder da. Sollte ich ihr jetzt das hier, das Repetiergewehr ist gut. Das kriegt sie. Das kann sie haben. Zumindest bis wir noch ein Sturmgewehr haben. Wie viel Silber habe ich? 4500. Brauche echt nochmal so einen Händler, der mir Stahl gibt. Stahl und Bauteile. Weil, bis wir die selber herstellen können, das dauert noch, ne? Hier, Tiefenbohrung, da müssen wir erst den Multi-Analysator machen. Komponenten und Bauteile sind hier. Das dauert auch noch einen kleinen Moment. Ja, aber schön. Und Donovan ist wieder fit. Also fast.
nur noch uns um den Arm kümmern, der ja dann noch fehlt. Ich weiß gar nicht, was das kostet. Können wir jetzt hier schon mal einen Auftrag geben, oder mal? Hand, Fuß, Bein. Wo ist denn hier der Arm? Sehe ich das gar nicht? Handprothesen, Armprothese, da. Die Armprothese braucht 55 Stahl, 25 Blastahl, 3 Bauteile. Das geht. Das ist nicht so teuer. Aber das ist auch bloß die Armprothese, ne? Also die könnte man schon mal herstellen. Obwohl, wir haben keinen Stahl. Da muss erstmal nochmal jemand... Ja, Antilope geht gerade abbauen. Okay, und danach kannst du dann... Nee, ein Hemd wurde abgeschlossen. Das ist auch sehr schön. Der bionische Arm braucht... Der einfache Armprothese, ja. Ah, nochmal 5 Bauteile. Das ist halt echt teuer an Bauteilen. 8 Stück. So viel Bauteile haben wir dann nicht mehr. Obwohl schon. Also wir könnten uns leisten. Ja, toll. Jetzt kriegt Chamber wieder bloß den Dreck hier. Chamber bräuchte ein Auge. Was kostet denn ein Auge? Hera bräuchte auch ein Auge, aber das ist nicht so wichtig, weil es bei ihr nicht fehlt. Hier hinzufügen, warte mal. Nicht goldenes Auge, sondern Lichtrezeptor. 25 Blaster in Bauteil, das ist nicht so schlimm. Wie gut oder schlecht ist denn der? Körperteil Effizienz 60%. Ja, das ist okay, würde ich sagen. Aktivität. Okay. Und das Auge dann? Achso, muss ich erst noch hier. Bionisches Auge. Da. Das ist in jedem Falle besser. Also 4 Bauteile braucht das Auge und 70 Blastahl hat man ja schon mal. Das ist auch nicht besonders hübsch, aber Körperteileffizienz 140%. Ja. Das lohnt sich schon, da ein bionisches Auge draus zu machen, statt den Lichtrezeptor. Wobei Lichtrezeptor ist schon deutlich besser als eine Augenklappe. Auge ist aber auch eine schwierige Operation. Ja, und Donovan, ach, liegt immer noch rum. Immer noch betäubt. Kann ich jetzt gar nicht gucken, wie Arbeiten und Bewegen jetzt ist. Wie viel die Wirbelsäule da jetzt bringt. Der hat ja immer noch einen Abzug durch den Arm. Die rechte Schulter. Den stählernen Arm. Mit dem können wir leider nichts anfangen. Den können wir nicht aufwerten oder nichts. Behandlungsfaktor des Raums 32%. Okay. Was bringt denn das Behandlungsfaktor des Raums? Ist 32% gut? Oder ist das schlecht? Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, O'Donovan, ist flott. Wir können jetzt mal gucken. Charakter, Körper. Körper, Körper, Körper. Bewegen ist jetzt verbessert. 120% durch die Wirbelsäule. Arbeiten ist noch reduziert. 88% aber. Das ist schon deutlich besser. Das hat sich schon gelohnt. Hier ist eine Scheißratte. Weg, 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 weg. Diese Fäden hier in Mais. Achso, ja. Wegen der Seuche, die wir hatten. Stimmt. So, Antilope, wie sieht's aus bei dir? Schon 6? Ja, wunderbar. Ja, koche leckere Mahlzeit. Kann jeder machen, sehr gut. Das hier kann jetzt auch jeder machen. So, kann auch jeder machen. Und... Antilope kochen 1. Hera kochen 1. Ja, okay. Also einer von beiden soll es auf jeden Fall machen. Es ist mir relativ Wurst. Wobei ich Antilope eigentlich jetzt ja tatsächlich für den Bergbau brauche.
75 Blastahl. Wollen wir ein Auge machen? Ein Auge für Chamber? Ich weiß nicht, wie sehr sich das lohnt. Also ihre Schmiedegeschwindigkeit steigt dann natürlich wieder auf den über den Normalwert sogar. Sie wird dann wieder eine super Nahkämpferin. Und ansonsten, da ist es eher so, naja, weil sie ja keine Schützin ist. Für Schützen ist das halt immer sehr interessant, bionische Augen zu machen. Ja, und Donovan geht ab. Blott. Super. Die ist jetzt echt schnell. Wie schnell ist sie denn? Was? Warum ist sie so langsam? Die ist immer noch langsamer als der Grundwert. Warum? Ah, für Helligkeitsmultiplikator. Okay, sorry. Na, gleich nochmal gucken. So. Ja, 5,5. Das ist schon flott. Schön, finde ich gut. Bionischen Wirbelsäulen sind halt super. Weil die sofort arbeiten und bewegen geben. Bewegen ist echt wichtig. Eigentlich auch für Pyro und Nora. Unsere Scharfschützen. Nora geht's gar nicht so gut. Ich fühle mich entsetzlich. Vergnügungsmangel. Wieso Vergnügungsmangel? Was ist mit dir los? Ich glaube, durch das ganze Jagen kommt sie nämlich dazu. Und ihr Oberteil ist hinüber. Ja, ich brauche noch ein Hemd. Das hier ist Schrott. Ja, da brauchen wir noch ein neues. Donovan. Dann macht er mal noch ein Hemd. Hier könnt ihr noch Bauteile abbauen. Aber meine Bauarbeiterin kommt zu nichts. Antilope. Bist du denn? Ja, geht gerade wieder. Die ist halt noch langsam. Wie langsam bist du denn? Ja, das ist schon ein Unterschied. 7%. Also für sie noch eine Wirbelsäule zu machen, wäre auch super. Dann wäre das Arbeiten, na, das wäre bei ihr schon nützlich. Sie ist, glaube ich, auch Eheträger, ne? Ja. Das gleicht es dann so aus, dass sie wenigstens wieder... Also noch eine Wirbelsäule wäre auch traumhaft. 75 Blastahl, 75 Stahl, 5 Bauteile. Bauteile haben wir. Blastahl haben wir auch. Und Stahl. Oh, nix. Stahl haben wir nix. Irgendwer schießt hier. Ach, Nora. Lope, kannst du mal... Oder machen wir das morgen? Weil jetzt ist ja hier gleich Feierabend. Deswegen... Hund! Schmerzen! Nein, Hund! Geh da weg! Oh. Meine Güte! Und dann eine Wenn. Ich finde, hier passiert nichts, Gott sei Dank. Aber meine Güte, da kriegst du ja Herzklopfen, wenn die Tiere hier so entspannt vorbeigelatscht kommen und Nora schießt sich hier eben zurecht. Ach gut, sie hört auf. Wie hoch ist denn dein Skill? Immer noch 9. Naja. Da musst du noch eine Weile schießen. Da was passiert. Ja. Das hier dauert auch noch so. Deine Zeit. Du bist schon eine 12. Trotzdem dauert das so lange. Träge. Naja. Wie ist denn deine Arbeit eigentlich? Ja, 86. Und dann noch träge. Das geht schon nicht so schnell, das stimmt. Ja, geh mal heim. Morgen baust du mir mal einen normalen Stahl ab. Wir bauen dir auch eine Wirbelsäule. Dann bist du auch wieder fit. Vor allen Dingen bist du dann richtig fit. Ja, das finde ich gut. Giftschiff! Ja, wunderbar.
Ja, sobald der nächste Morgen gekommen ist, kümmern wir uns darum. Da ist endlich was für die Mörser hier. Können wir das Giftschiff einfach über den Haufen rotzen. Händler exotischer Güter. Okay. Wenn Hera munter ist, können wir uns darum kümmern. Und Donovan, hast du schon... Nee, du hast noch nicht. Hier, rüste das Ding mal bitte aus. Kannst du Nahkampf? Nee, kannst du nicht. Also für dich wäre theoretisch auch noch eine automatische Schrotflinte als Seitarm nicht schlecht. Als Seitarm. Frage, wie schwer ist denn das Gewehr da? Geht das Gewehr als Seitarm durch? Nee. Nee. Weiß ich nicht. Mal ausprobieren, ne? So, alle sind munter, sobald alle glücklich und zufrieden sind. Machen wir uns auf den Weg und schießen das Ding hier mit Mortern. Oder mit unseren beiden Snipern. Können wir das von hier unten schön. Pick them off oder so. Meine Pyro ist doch noch. Bist du inspiriert? Nee, du bist nicht mehr inspiriert. Das ist natürlich schade. Aber ich denke mal, die beiden versuchen es trotzdem mal hier. Nora, hier hin und Pyro. Hier hin. Ihr könnt schon mal versuchen, die da so ein bisschen zu ärgern. Mal gucken, was da rauskommt. Und dann werden wir sehen, ob wir da mit einem Mortar drauf schießen. Oder nicht. Wenn hier nämlich Inferno-Kanonen rauskommen, die sind gefährlich. Also auch für unsere Verteidigung hier. So, wir brauchen irgendwas, wo wir uns schnell verstecken können, theoretisch. Haben wir hier nicht so richtig in die Reichweite. Geht so. Wie ist denn hier? Hier könnte man sich verstecken. Ich glaube, die Reichweite reicht dann nicht, oder? Ja. Erreicht den Hof mit Mühe und Not. Ja. Aber... Okay. Was haben wir? Energieblaster. Energieblaster. Und Energieblaster. Okay. Das ist okay. Ja, warte mal. Was? Das hier wurde jetzt interessant. Mit den Viechern da. Wollen wir mit Mordern draufschießen? Weiß ich nicht. Ich hätte die gerne erst ausgeschalten. Ah, die laufen jetzt in die Richtung, was ein bisschen doof ist. Ja, geh mal zurück. Jetzt kommen sie näher. Wie weit kommt ihr mit euren Dingern? Bis dahin bloß. Na komm. Kommt. Ja, weiter. Nein, ihr müsst noch weiter. Noch weiter. Ach komm, ihr Hugos, ey. Ja. Fast. Ja, sehr gut. Antilope, wo bist denn du hin? Nein. Zuweisung. Tiere, warte mal, alles. Hier Gefahr. Tiergebiet. Ja. Hier kommt Tiergebiet. Auch Tiergebiet. Tiergefahr, also richtig. Zuweisungen. Hier Beschränkungen. Alle Gefahr. Ja. Sauberer Treffer. Okay, sie kommen. Geht in Deckung. Okay, sie kommen immer noch. Natürlich. Nicht verbieten. Wir schließen. Ah, wunderbar. Irgendwas Wichtiges getroffen? Nee, okay.
Ja, lass dich heilen. Gibt's ja ne. Irgendwen haben wir doch schon erwischt, den da. Linke Klinge, rechtes Bein, okay. Handlung benötigt, ja. Jenny. Handle. Komm. Nein, beide daneben. Das gibt's doch nicht. So, jawohl. Shit. Ja. Geht in Deckung. Was machen die? Nicht. Doch, 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 die kommen. Ne, seid nicht besonders schnell. Das ist halt so ein Problem. Okay, er hat aufgehört. Wie weit kommt ihr? Weit. Ihr geht mal hier hin. Ja. Ja, take aim. Ah, Doppeltreffer. Schön. Hat's schon erwischt. Okay, du, geh du mal hier hinter und du hier hinter. Na, daneben. Eben, verdammt. Naja, beide können schießen. Ja, da keine Chance. Hallo? Na komm. Ja, sehr gut. Hinüber ist er. Wunderbar. Wie ist eure... Ganz gut. Die Laune, wollte ich gerade sagen. Ey, wo sind denn die Viecher alle? Ja, das ist nicht gut. Okay, greifen scheinbar an, wie es aussieht. Ja, Sturmgewehr ausrüsten. Büro. Sturmgewehr ausrüsten. Hera. Hier hin. Gorilla. Hier hin. Antilope. Hier hin. Ist schon einer. Verdammt. Glück gehabt. Das sind der letzte von denen. Ich saß halt, ne? Okay, wunderbar. Büro, hier hin. Nora, dahin. Okay. Oh, Donovan macht nix. Das ist in Ordnung. Ah, nee, macht nix. Ja, Schnauze voll. Oh, nee, wir wollten eigentlich doch, ne. Der letzte, ach, da unten ist der einfach gestorben. Okay, alle abbrechen. Hier, pass auf. Gorilla. Bemann mal den Mörser. Chamber, bemann mal den Mörser. Oh, Donovan, bemann den Mörser. Und Jenny, den Mörser. Wir schießen kurz mal auf die Raupen hier. Hier auf die vorderste einfach drauf. Mal gucken, ob's was bringt. Ja, erzwinge Angriff, diese Raupe. Judah, erzwinge Angriff, diese Raupe. Treffen wahrscheinlich nicht die Drecksäcke, aber macht ja nichts. Oh doch. Erzwinge Angriff. Da. Wie viel Schaden hat das gegeben? Ein bisschen. Voll daneben. Na? Wollt ihr oder
drehen ab. Warum machen die nix? Um Gottes Willen. Ja! Ratte tot. Ja. Nee, die Mörser sind so schlecht, du. Boah. Na komm, die dürften noch ein bisschen rumspielen hier, aber. Ich glaube, das bringt nichts. Hier, Pyro und Nora. Hier, ihr beten. Ja, ich will euch bitte. Geht mal wieder hier hin. Wenn die Raupe da zurückkommt. Könnt ihr die abschießen? Ja, die sind voll daneben. Die ganze Zeit. Das ist nicht so geil. Ja, bewegt euch mal. Habt ihr getroffen? Nee. Ihr könnt abbrechen eigentlich, oder? Das bringt so gar nichts. Ja, büpp. Ja, schön. Sauber. Mist, ihr habt Sturmgewehre. Ach, kommt. Büro. Ausrüsten. Und ausrüsten. Und ihr habt sie natürlich dahin gelegt, wo sie verrotten, ihr Idioten. Ach, komm. So ein Gebiet. Dach. Ja. Werd verrückt, ja. Wie viele haben wir noch? 12. Immerhin 2 Treffer. Na, fast. Ja, der scheiß Berg da, ne? Er frisst halt. Oh, kommt. Ja, der ist komplett daneben. Oh nee, Treffer, schön. Raupe verletzt. Die kommt nicht mehr groß aus dem Zeug hier. Ja, ja. Ja, schön. Na, kriegt ihr die? Nö, warum, ne? Ah, jetzt. Ja, schön. Ich habe keine Ahnung, wie weit die schießen kann. Aber wahrscheinlich eine Weile weit, deswegen gehen wir mal hier in Deckung. So, wie viel hier noch? Also eine Salve noch. Außer Reichweite. Ach schade, jetzt habe ich den Händler verpasst. Mist. Na los, schieß das Ding da ab. Scheiß Raupen. Sehen die aus? Hier hat schon ein bisschen was abgekriegt. Ja, fast. Na, die Raupe hier ist auch fast hinüber. Okay, nochmal ein Stück zurück. Keine verfügbaren Geschosse gefunden. Perfekt. Ja. Sind ja auch keine mehr da. Ja, die ist erwischt. Sehr gut. Könnt ihr nämlich erstmal Feierabend machen hier. Keine verfügbaren Geschosse gefunden. Ja. Boah, ihr schießt aber auch immer daneben, ne? Ja, macht alle erstmal Feierabend hier. Liegen die hier rum? Ja, das Tor. Die Tür könnt ihr wieder offen halten. Ja, wir machen jetzt erstmal hier gute Nacht. Wir haben ja schon gut was erledigt.
passiert uns ja jetzt nichts mehr. Hier ist außer Gefecht. Kann man mit dem noch was abnehmen? Ja, bitte klingen. Sehr gut. Hat sich jemand um sie gekümmert? Ja. Aber sie hatte bloß Pech. Pech da, wo sie war. Pyro und Nora machen sich jetzt erst schon mal hübsch, quasi. Wieder gute Laune und dann geht's weiter. Wir haben hier ja noch was zu tun.